Ich denke, was wir machen, ist sehr, sehr wichtig. Ich denke, was wir machen, auch ist sehr gefährlich. Ich denke, was wir machen, ist sehr notwendig. Wenn wir nicht gewesen wären, zum Beispiel Michael Schmidt Salomon, könnte nicht so einfach Islam kritisieren und erklären, Islam ist gegen Frauenrechte zum Beispiel, weil es gab ein Klima in europäischen Ländern, wer kritisiert hat, entweder mit islamischen Terrororganisationen zu tun gehabt hat oder wurde gesagt, das ist ausländerfeindlich und so weiter. Ich komme aus dem Iran. Ich bin eine Frau. Ich habe schon erlebt, was diese politische Bewegung mit Menschen macht. Und ich stehe hier in die Mitte in Politik in Deutschland und erkläre ich einen Kampf gegen islamische Terrororganisationen. Ich habe keine Angst. Was wir erklären, das ist nicht Provokation, das ist nicht Geschichte, das ist Wahrheit. Ich komme aus dem Iran und ich habe schon gesehen, wie die Frauen auf die Straße geschlagen worden sind, nur deswegen, dass sie nicht akzeptieren, mit Kopftuch auf die Straße gehen. Ich habe Steinigungen gesehen, ich habe Todesstrafe erlebt und mein Mann wurde im Iran hingerichtet und Tausende. Ich kenne diese politische, aggressive, unmenschliche, frauenfeindliche Bewegung. Und ich sehe jetzt, die sind auch in Europa aktiv, in Deutschland, in Schweden, in Dänemark und in England. Ich habe aber auch gesehen, die Intellektuelle in Deutschland, die Menschenrechtsorganisationen haben einfach Angst. Entweder Angst oder es gibt eine Multikulti-These, die bis jetzt immer gesagt haben, diese Menschen sind ganz anders, die haben andere Kultur, andere Mentalität. Vielleicht tut nicht weh, wenn diese Frau auf die Straße gesteinigt wird, weil sie hat andere Kultur. Die Bewegung ist eine Bewegung für Menschenrechte, Frauenrechte, Universalität der Frauenrechte und nicht nur das, sondern wir verteidigen Säkularismus in europäischen Ländern. Wir sind nicht eine kleine Gruppe, wir sind nicht eine radikale Gruppe, wir sind Frauen am meisten. Die Frauen und Männer und besonders also sehr viele Frauen, wir stehen dort. Und wir erklären im 21. Jahrhundert, wir akzeptieren nicht mit einer chauvinistischen Macho-Kultur gegen uns. Säkularismus ist in Gefahr, freie Meinungsäußerung ist in Gefahr. Und die Politiker, die deutsche Regierung und europäische Regierung spielen mit diesen islamischen Organisationen zusammen. Das ist eine sehr, sehr wichtige und traurige Sache und wir sind dagegen. Das kann nicht wahr sein. Man kann hier nicht Islam und all andere Religionen auch irgendwie kritisieren. Man kann nicht hier erklären, wir sind mit Mursal zusammen. Wir stehen auf die Seite, was Mursal gestanden hat. Sie war ein Mädchen hier, sie wollte schon frei leben. Aber die Intellektuellen, die Islamwissenschaftler, besonders was ich sehr viel gelitten habe mit diesen Islamwissenschaftlern auch in europäischen Ländern, sie erklären immer wieder, Islam hat eine bessere, eine reformistische Teil oder eine Lieblingsteil. Und ich sage, hören Sie, was ich erkläre. Hören Sie, was Mursal gesagt hat. Islam ist frauenfeindlich und besonders dieser politische Islam ist frauenfeindlich. Und wir möchten nicht mehr in Deutschland Moscheebau, noch mehr Kopftuch, noch mehr Frauenrechtsverletzung, noch mehr Ehrenmord. Also zusammengefasst. Aber unsere Situation ist nicht einfach. Wir werden jeden Tag bedroht,
von verschiedenen islamischen Verbänden. Wir werden unter Druck gesetzt von links und rechts. Und ich bin jetzt in Deutschland irgendwie hin und her geschoben. Auf einer Seite TAZ, auf anderer Seite verschiedene Organisationen. Aber wir stehen auf einer richtigen Linie. Menschenrechte, Frauenrechte, Universalität der Frauenrechte gegen politische Islam, gegen aggressive, fanatische Organisationen und gegen eine Politik, die mit diesen islamischen Organisationen zusammenarbeitet. Also wir sind auf einer richtigen Linie und wir versuchen Säkularismus und Menschenrechte verteidigen. Und ich denke so, noch einmal, wir sind sehr wichtig. Helfen Sie uns. Danke.